Alter, ist das eine Affenhitze. Hi, wir schauen uns heute wieder Memes an. Ich hoffe, ihr lasst Bewertung da und wir starten rein. Viel Spaß. No one, two introverts on the first date. I don't know how to do this. I don't even know where we're going. Doing. Ich glaube, das ist normal, oder? Also, ich bin immer so beim ersten Treffen generell mit irgendwelchen Menschen. So, ich habe keine Ahnung, was ich mit ihm reden soll oder was ich machen soll. Also versuche ich dann das Eis zu brechen mit dem direkten Weg. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. The perfect date doesn't exist. Hey. Okay. Ey, ist cool. Das habe ich mir mal als kleines Kind gewünscht. Ja, ist ziemlich cool. Wer wünscht sich das nicht als Kind? Ich würde es mir jetzt sogar noch behalten, wenn ich es geschenkt bekommen würde. May isn't dead when he gets a heart attack and says in the final moments that I could save him if I was a doctor instead of Big Phil. Ja. Bei mir war es nicht so extrem. Meine Eltern haben immer mir die Freiheit gelassen, so was ich machen werde oder was ich machen will. Ja. Aber bei den meisten ist es halt wirklich so, dass die Eltern erwarten: Jo, werd Arzt, werd Anwalt, bla bla bla. Ja. Muss nicht sein. Jeder kann das machen, was er will. I'm pregnant. Hi, I'm pregnant. I'm dead. No, you're not dead. Wait a minute. Wer sagt es ihm? Show me the real ice good. God. I said the real ice god. Perfection. Der Typ von den Unglaublichen. Take the title of the last song you heard and add in my ass. Every breath you take in my ass. Ja, was wäre das bei mir? Was habe ich denn als letztes gehört? Saint-Tropez von Post Malone. In my ass. Girls, I can't wear this outfit again. I already wore it twice. Boys. Sieht man, glaube ich, in meinen Videos, aber das ist Absicht. Ich habe mehr als zwei Hoodies. Das stimmt wirklich so. When you beat a Pokémon game and you go back to Route One. Das ist wirklich so. Wenn du es einmal geschafft hast, das Spiel zu spielen, dann gehst du zurück wie so. Was wollt ihr von mir? Komm, komm. Soll mich irgendeiner angreifen? Komm. Alter, das Bild sieht echt nicht gut aus. Was ist da passiert? Humanity. Oh mein Gott, Animals are so stupid. Also Humanity. Gibt einen Nasenring in den Zahn durch. What the fuck? Ich habe nicht mal gewusst, dass sowas funktioniert. Ich hoffe, das ist Photoshop. Hentai, the world. Was ist das? Das sieht sehr komisch aus. Was ist das? Japans Porn Industry and Japans Anime History Industry. Er war's. Er war's. Nobody, my bedroom fans. That's been running on high non-stop for 3 years. I'm tired, boss. Guter Film übrigens, guter Film. Er ist halt wirklich so, überhaupt in den letzten Tagen, ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber in Österreich ist es einfach arschheiß die ganze Zeit mit über 30 Grad, 32 Grad, 33 Grad. Und es soll halt jetzt nächste Woche noch schlimmer werden. Und die fühlen sich hier echt beschissen an, diese 33 Grad, weil zum Beispiel, wenn ich im Urlaub bin und nehmen wir jetzt an, ich bin irgendwo in Portugal oder Spanien, dann haben sich diese 30 Grad oder diese 36, 38 Grad dort nicht so angefühlt wie hier. Weil ich meine, das hat ja auch mit dem Klima zu tun, mit den Zonenunterschieden, aber das ist schon echt heftig. Auf Dauer ist es echt nicht gut. Ah, Desktop, the PC is dead. what the fuck? Wie kommt man auf sowas zu schreiben? Ich meine, du bräuchtest einen PC für alles Mögliche zu machen. Also wirklich. Weil einfach die meiste. Also die Hardware, ja, stimmt. Kann ein PC ersetzen. Mittlerweile. Für die Sachen, was man macht. Aber. Oder wird es ersetzen, auf lange Sicht gesehen. Aber die Software nicht. Die Software, was du auf dem PC hast oder brauchst, wirst du niemals
oder besser gesagt nicht in näherer Zukunft, in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich, auf einem Handy oder Tablet machen können. Oder auf dem Fernseher, was weiß ich. Ja, POV, when you don't run after the turning of the lights. Immer die Angst als Kind gehabt. Sobald ich das Licht im Badezimmer ausgemacht habe, sofort wieder in irgendeinen Raum gerannt, wo Licht war. Ich weiß nicht warum. Woman is a virgin at 20 years old. Society. Wow, congrats. You must be a saint. Man is a virgin at 20 years. Disgusting. Disgusting. Nein, aber ist doch egal, wann du was hast. Jeder braucht seine Zeit. Jeder findet irgendwann mal einen. Und jeder braucht es. Ist ja gar nichts Schlimmes daran. Oha, when you beat up a homeless person, so they can sleep in a hospital bed. I'm too humble. Ich darf eigentlich nicht drüber lachen, aber... Ich meine... What the fuck? People that use turn signals properly. Everyone else. Das stimmt wirklich. Bei mir um die Ecke gibt es halt eine Kurve, wo halt eine fette Hecke davor ist. Und die Autos können halt nur um diese Hecke da fahren. Und du siehst halt nie, ob ein Auto um die Ecke kommt, weil halt die Hecke dabei ist. Was für ein Zungenbrecher. Und ab und zu ist es mir schon passiert, dass man dass die Autos ab und zu Vollbremsen machen müssen, weil sie halt nicht blinken, weil sie können nur geradeaus fahren oder nach links. Und manche blinken halt einfach nicht und fahren einfach um diese Kurve durch, als wären sie, keine Ahnung, in Fast and the Furious und müssten das 10. Mal von irgendwelchen Leuten wegfahren, was weiß ich, keine Ahnung. Aber ist schon öfters passiert, dass da ab und zu eine Vollbremsung machen musste. Und einmal wurde sogar schon eine Person angefahren. Das ist ziemlich gefährlich, diese Hecke. Ich verstehe nicht, warum man diese Hecke da hat. Soll man die einfach wegschneiden, wirklich? Me protecting my virginity from hot milfs in my area. Ja, das war gut, ja. Dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Oder lasst überhaupt eine Bewertung da. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Es waren ein paar coole Memes dabei. Und haut rein. Tschüss.